Wie wird der spezifische Rückenschmerz behandelt? Hier ist immer die Frage, wo ist der Schmerz? Lokalisiert er sich alleine oder lokalisiert er sich auf die Wirbelsäule und in welchem Bereich der Wirbelsäule? Oder ist dieser Schmerz auch führend in die Extremitäten, das heißt in Arme oder Beine oder vielleicht sogar in beides? Vom Grundsatz her ist, man führt hier natürlich erst eine weiterführende Diagnostik aus. Idealerweise ist das eine Kernspintomographie oder Magnetresonanztomographie der Wirbelsäule, weil der Mensch keiner Strahlenbelastung ausgesetzt ist. Sind diese Verfahren nicht möglich, haben wir alternative Möglichkeiten durch eine Computertomographie, gegebenenfalls noch mit einer Kontrastmitteldarstellung. Und abhängig von dem Befund kann dann mit einer medikamentösen Therapie begonnen werden. An erster Stelle sind es entzündungshemmende Medikamente, die dann auch durchaus mit zentral wirkenden Schmerzmitteln kombiniert werden. Wenn das nicht ausreicht, wird man von den normalen zentral wirksamen Schmerzmitteln übergehen auf die opiathaltigen. Finden wir eine ganz spezifische Ursache, wo wir auch mit einer örtlichen Behandlung beginnen können, wäre das zum Beispiel eine gezielte Injektion, also Spritze, an die Stelle, wo der Schmerz entsteht, unter einem bildgebenden Verfahren. Das ist dann sehr wichtig, damit wir auch tatsächlich wissen, an welcher Stelle wir den Schmerz beeinflusst haben und wo wir den Schmerzgenerator sehen.